Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz schnellen Review oder zu einer ganz schnellen Produktübersicht zu dem Galaxy Explorer, der Spezialausgabe von Lego zu ihrer 90-Jahres-Bestandsfeier. Und da habe ich mir diesen Galaxy Explorer für 90 Euro besorgt. Es ist Lego teilexklusiv, das heißt Lego selbst verkauft das Set für einen Hunderter. Bei den großen Ketten, die Lego im Vertrag hat, wird es auch um 90 Euro angeboten und dort habe ich es mir dann auch geholt. Es hat 1254 Teile und ich finde das Set sehr gut. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Es macht sehr viel Spiel, es hat sehr viel Spielspaß, vor allem auch für die Kinder. Obwohl es erst ab 18 ist, aber es ist ja kein Technikset. Man kann das Set auch mit seinen Kindern zusammenbauen. Die schaffen das. Das ist keine wirkliche Herausforderung. Und es macht wirklich Spaß. Ist bespielbar, ist sehr stabil. Aber das schauen wir uns ganz dann im Detail an. Zunächst die Box. Hier eine Special Edition Box. Über die Neuauflage dieses Raumschiffs. Auf der Rückseite hier einige Fotos, einige Detailfotos, was das Ding alles kann. Hier nochmal der Hinweis, 90 Jahre Lego, also so eine Spezialedition, denn das Raumschiff gab es ja schon vor Jahrzehnten, ist dann auch als eine Anleitung abgebildet und jetzt zum Jubiläum haben sie es eben nochmal geupgradet. Mit den Originalfiguren von damals rausgebracht. Dann schauen wir uns gleich mal die Anleitung an. Wie gesagt, der Bau ist hier überhaupt nichts Spektakuläres. Sie haben hier ein bisschen eine Geschichte reingebracht. Auf dieser Seite sieht man hier den Erstentwurf, weiß ich nicht, irgendwann Ende der 70er Jahre und hier dann eben, wie es jetzt aussieht. Auf der nächsten Seite gibt es dann nochmal die Verpackung vom alten Raumschiff und hier die Evolution der Astronauten-Minifiguren, wenn man so sagen möchte, von 1979 bis heute. Und dann hier der Designer kommt auch noch zu Wort. Kann man sich dann durchlesen, was der Designer noch darüber denkt. Und dann geht es hier auch schon los. Der Bau ist keine Herausforderung, es geht ganz flott. Und möchte ich auch gleich erwähnen, es sieht so von den Farben her sehr schön aus, gute Qualität, alles glänzt, es ist nichts verkratzt und die Farben passen so. Blau und Grau dominiert, ein bisschen Gelb, wo es sein soll. Aber für all diejenigen, die hier etwas allergisch sind, kann ich auch erwähnen, dass es innen drinnen ziemlich bunt zugeht. Wie bei vielen Modellen von Lego, ist es ohne Verkleidung der Unterbau hier ziemlich bunt. Ja, das darf euch halt nicht stören, man sieht es nicht, also man sieht es hier auch nicht irgendwo durchscheinen. Das ist alles gut verdeckt, das fällt nicht auf, aber innen drinnen im Geist weiß man, dass es eben sehr bunt ist. Hält sich aber dennoch in Grenzen, weil es sehr einheitliche Farben sind. Also hier haben wir ein bisschen Rot, ein bisschen Blau, ein bisschen Grün, ein bisschen Gelb. Eben das, was man hier auch sieht. Aber es ist auch extrem viel im Grau verbaut. Ja, und das Ergebnis, so wie es hier ist, ist sehr gut, denn man sieht von den Farben nichts mehr. Von den Astronauten blende ich euch gleich Fotos ein, damit man sie genauer sehen kann. Das sind die im alten Style, wie sie eben Ende der 70er Jahre waren. Einfach nur vorne ein einziger Print, die alten Helme und das normale, das Lego-Männchen-Gesicht, wie man es seit eh und je kennt. Dazu gibt es dann noch so einen kleinen Roboter als Gimmick dazu, der hier gerade zwei Trinkgläser bringt. Ja, ist nett, dass es dabei ist. Was das Raumschiff noch alles kann, was man damit spielen kann, wie bespielbar es ist
und dass es auch eine große Freude für die Kleinen ist, das schauen wir uns kurz gleich genauer an. Hier das Raumschiff nun etwas näher. Erst wenn man es hier richtig in den Händen hält, sieht man auch, dass es eigentlich ziemlich groß ist. Das hat schon auch etwas Gewicht. Hier vorne der Print, hier bei der Seite der Print und dann noch von hinten. Die Funktionen sehen wir uns dann gleich an. Unten gibt es dann hier noch so das Fahrwerk. Das kann man hier manuell, das ist keine Funktion irgendwie hinterlegt, sondern das kann man hier einfach so manuell rein- und rausklappen. Sehr nett gemacht. Hier auf der Rückseite kann man den Laderaum aufklappen. Dann haben wir hier so ein Erkundungsfahrzeug drinnen. Man muss einfach hier nur runterklappen, das rausziehen, zack, und dann fährt es schon automatisch raus. Hier kann man dann einen Astronauten reinsetzen und damit dann durch die Gegend fahren. Genauso beim Rauffahren, einfach raufschieben, diese Platte rein, Verriegelung und fertig. Hier sind zwei Pins drinnen, das ist auch gut gemacht, damit er eben nicht von alleine rausfällt. Hierzu muss erst diese Plate nach unten gedrückt werden und dann kann man erst mit ihm raus und reinfahren. So, den wieder gut verstaut, Klappe zu. Was man noch damit gut machen kann, sind eben diese Triebwerke hier. Die kann man abklicken. Die nimmt man hier runter, kann sie umdrehen und dann kann man hier auf der Seite einen Astronauten raufsetzen. So, und jetzt kann der Astronaut dieses Triebwerk hier benutzen, um damit durch die Gegend zu düsen. Ist eine nette Idee, finde ich ganz süß gemacht, dass man die auch ausbauen kann und auch so zu verwenden. Das ist ein nettes Gimmick, was auch ganz gut ankommt. Für die kleineren Prints hole ich euch hier noch etwas ran. Hier nochmal der vordere Print. Da scheint auch kein blauer Hintergrund durch, auch hier von der Seite. Und hier kann man dann den Deckel aufmachen, sowohl vorne als auch hinten. Was wir hier sehen, sind hinten hier die Prints, also das alles hier sind alles Prints und auch hier auf dieser Seite hier alles Prints. Hier unten gibt es noch zwei Schlafkabinen und die haben so eine Ausbuchtung, damit der Astronaut auch mit seinem Sauerstoffbag hier drinnen liegen kann. Haben sie hier so eine Ausbuchtung reingemacht. Das funktioniert ganz gut. Hier auch auf der anderen Seite auch noch ein paar Schaltpläne mit Prints. Und dann vorne beim Cockpit, auch hier sitzen zwei Astronauten drinnen, die hier auch Prints haben. Hier in der Mitte sieht man so eine Art Radar. Und dann noch ein paar Anzeigen. Ja, das war's dann im Großen und Ganzen. Hier noch ein paar Nahaufnahmen. Ja, abschließend kann ich das Set nur gut beurteilen. Es ist vom Preis her durchaus für die Lego-Welt in Ordnung. Ich finde es sogar einen guten Preis. Es hat so ein bisschen Nostalgie dabei. Ein bisschen Retro, auch für Erwachsene, deswegen ist es halt auch ein 18-Plus-Set, aber es ist sehr stabil und eignet sich auch sehr gut für die Kinder, damit die auch damit spielen können. Von den Autos über den Roboter, über Innenleben, die abnehmbaren Antriebe, wo man Astronauten raufsetzen kann, über die Ständer, die man bewegen kann, die Klappe hinten, was zum Öffnen ist. Es ist wirklich viel Detailarbeit, was hier drinnen steckt. Sie haben das Set sehr gut umgesetzt, wie ich meine. Es ist definitiv kein Fehlkauf. Ich kann das Set nur empfehlen. Es sieht gut aus,
Es macht Spaß und als Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk für die Kinder, die werden sich auch darüber freuen. Ja, das war's. Ein kurzes, schnelles Review zu diesem Galaxy Explorer in zweiter Auflage. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dran, seht auch einige meiner anderen Videos, das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.